Hallo und willkommen zurück, liebe Enderell-Freunde. Hier sind wir wieder bei einer weiteren Aufnahmesession und ich freue mich, dass ihr auch immer noch mit dabei seid, um herauszufinden, was hier noch so alles möglich ist und vor allen Dingen, was hier noch so alles passieren wird. Und wir haben uns ja heute ganz stark vorgenommen, ich gehe mal gerade wieder in die Ego-Perspektive, dass wir eine Mission, einen Auftrag verfolgen, und zwar Teile und Herrsche. Ich glaube, das war der, ne? Ja, genau, wegen Milbert, der ist ja jetzt irgendwie weg und wir müssen nach Seeheim nach Hinweise über Milbert suchen. Und da müssen wir jetzt erstmal hinkommen, weil das ist nämlich nicht mal so eben um die Ecke. Ich habe das ja jedem hier versprochen von euch, dass wir da hingehen wollen. Und da müssen wir dorthin. Es ist also relativ weit weg und ich sollte vorher vielleicht mein Inventar mal entrümpeln. Darum. Wollen wir mal gucken, was ich so Schönes dabei habe. Alte Notiz. Nö. Abzeichen der... Das kann ich eigentlich mal hier reinpacken. Weil das wiegt ja so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Zutaten, die ich schon gesammelt habe, nicht auch hier reinpacken soll. Eigentlich wäre es am besten. Wiegt ja auch ein bisschen, ne? Biene im Glas. Ich finde diese Biene im Glas so toll. Die müsste ich ja eigentlich mal ausstellen. Gute Idee. Warte mal. Die könnten wir doch eigentlich... Biene im Glas. Warte mal. Biene? Biene im Glas. Ich will ihn auch nicht fallen lassen. Ist ein bisschen falsch rum. Ich will das umdrehen. So. Jetzt haben wir die Biene im Glas hier. Finde ich wahnsinnig schön. Da könnten wir eigentlich noch so ein paar andere Sachen hinstellen. Oder auf dem... Na gut, oben auf dem Kamin, bisschen sehr heiß für das Insekt. Also ich glaube, das machen wir lieber nicht. So, ich habe hier auch zigtausend Baupläne, bei dem ich, upsi, gar nicht weiß, kann ich die ausrüsten. Gehen wir mal auf Bauplan, das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Schade, hätte ja klappen können. Na egal, denn wollen wir mal... Aufzeichnung der Wegelosen. Packen wir mal da rein. Bauplan. Der Brief wiegt nichts. Von daher ist das Wurstpiep egal. Hier die ganzen Bienenzeugs. Eine Breze. Die nehme ich auf jeden Fall mit, falls wir Hunger kriegen. Diese Teile wiegen eigentlich auch nur 48 Gramm. Wenn ich das jetzt mal in der Maßeinheit so sehe. Ich lasse die mal hier. Was haben wir hier? Aha, ich habe sogar noch ein Schwert in meinem Inventar. Das lasse ich mal da drinne. Den Hammer wollte ich verkaufen. Das weiß ich. Das Eisenschwert verbessert, das behalte ich. Und ich habe zigtausend Fackeln. Es reicht, wenn ich eine mitnehme. Weil wir finden eigentlich gefühlt überall immer welche. Feuergift ranzig. Ziel ist 20% anfälliger für Feuerschaden. Lasse ich auch hier Feuersalze hier lassen. Genauso wie den Schutztrank. Der Stab. Flammenstab. Null Schaden. Der 5 Schaden pro Sekunde. Den kann ich eigentlich auch verkaufen. Hier die Pilze. Genauso wie das Flüsterkraut. Oder habe ich das gerade richtig gelesen? Friedenskraut. Die Kartoffeln nehmen wir mit. Das ist ja was zu essen. Genauso wie die Genesungstränke. Gesegnete Lederhandschuhe. Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Lichtmagie müsste eigentlich was mit Blitzen zu tun haben. Ich glaube, ich behalte den mal in meinem Inventar. Gift der Magielösung. Ich weiß, es ist sehr interessant jetzt gerade zum Anfang der Folge. Aber das muss auch mal sein. Wir müssen halt das Inventar mal aufräumen. Honig. Sättigt für 120 Sekunden. Lass ich aber trotzdem hier. Das könnte ich eigentlich auch mal hier ausstellen. Hier sogar diese ganzen Flaschen eigentlich. Was? Kappenstaubflasche. Es steht aber auch nicht dabei, was einem das bringt. Es wiegt einfach nur was. Karotten. Kartoffeln. Den Rucksack habe ich ja ausgerüstet. Hier diese komische Kleidung. Naja, lassen wir mal hier.
Die Seelensteine nehme ich mal mit, weil man weiß ja nie, ob man vielleicht irgendwann mal welche aufsammelt. Knochenmehl haben wir 17. Manometer, Kohl, Käserad. Hier, Pac-Man haben wir auch dabei, wie du siehst. Den Kürbis nehmen wir mit, Lachsfleisch. 3 Lachsfleisch, das könnte ich eigentlich mal verkaufen. Hier, genau wie das. Lauch. Lavendel. Lederstreifen lassen wir auch mal hier. Genauso wie das Leder, was ich eben gerade hatte. Lehrlingsbuch Schlösser knacken. Das müsste ich aufsaugen in mich. Hier die Schutztränke packen wir auch mal alle rein. Genauso wie die ganzen Mana-Pilze. Guck mal, wie leicht wir schon geworden sind. Mana-Trank, Moment. Den nehme ich lieber mit. Man weiß ja nie. Menschenfleisch. Das war auch hier. Menschliches Herz lassen wir da. Genau wie das. Morgenmuff. Was? Ich habe jetzt Morgenmuffeltrank gelesen. Oh Gott. Das habt ihr gerade nicht gehört, was ich gesagt habe. Oh, ist das schön. Es muss ja immer was Besonderes bei rauskommen, bei jeder Folge. Morgenmuffeltrank. Natürlich. Ruft euer Reittier herbei. Ah, okay, das lassen wir mal im Inventar. Rattenfleisch. Habe ich auch noch nicht gegessen. Genauso Rattenhaut kann weg. Wir müssen also noch so ein bisschen was probieren. Die Salze packen wir mal hier rein, genau wie die Scherkappen. Also wir müssen eigentlich unser Haus so ein bisschen als... Ich weiß ja nicht, was man noch alles dazu kaufen kann, ne? Wir müssen eigentlich mal gucken. Spinnengift lassen wir auch mal hier. Boah, jetzt habe ich irgendwas weggepackt. Ist auch egal. War das was Wichtiges? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, was ich weggepackt habe. Es war bestimmt total was Wichtiges. Hier, Stab der Erdung. Das sind eigentlich alles so diese Stäbe. Heilziel um 30 Punkte Lebensenergie. Ja, ich kann mich selber aber nicht mitteilen. Stab des Magieslichtes. Wobei, wir könnten eigentlich mal diese Stäbe erstmal hier reinpacken. Aber guck mal, was die für Geld bringen. Ich habe auch nur noch 151. Also die könnten wir theoretisch verkaufen, wenn wir das wollten. Aber ich lasse die erstmal hier. Stahl durch, können wir verkaufen. Hier die ganzen Stechpalmenbeere packen wir weg. Taubwurzel, Trollfett und genießbares Bier, verdorrter Knoblauch. Der Käse verursacht 5 Giftschaden. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mit mir rumschleppe. Violette Malfasblüte, die Winwurz, hier die ganzen Pelze. Lassen wir auch mal hier. Das Gedenkbuch an Jero. Ach, das muss ich behalten, okay. Ziegenhaut. Ach ja, das ist ja auch die Hauptquest. So, jetzt habe ich alles hier drin. Guck mal, wie leicht ich geworden bin. Huch, jetzt habe ich einen Knopf gedrückt, den wollte ich nicht drücken. Jetzt haben wir 145 Gewicht. Mensch, voll gut. Habe ich irgendwas ausgezogen zufällig? Nö. Ich bin ein Flammenmeister, wie man sieht. Was kann ich denn eigentlich noch hier? Hausnamen anpassen, nicht genügend Groschen. Arbeiterstube. Kann das die Arbeiterstube vielleicht sein, die hier für die Küche sein könnte? Hier könnte ja eine Küche hin, ne? Ich weiß ja nicht, was dann hier noch so alles dazukommt, aber ich bin gespannt. So, dann gehen wir jetzt mal raus. Ich weiß gar nicht, ich war, glaube ich, schlafen gegangen, ne? Oder? War ich beim letzten Mal schlafen gegangen? Ich meine, das ist jetzt eine Woche her. Was erwartet ihr? Also ich nehme tatsächlich jetzt mal eine Woche später auf. Von der letzten Aufnahme. Es hat mal wieder super gut geklappt diesmal. Und wir müssen ja hier auch mal ein bisschen vorankommen. Ich meine, Enderall habe ich jetzt schon so lange... Ach, ich dachte schon. Hä? Der repariert anscheinend seinen, seinen Schmelzofen. So, guten Tag, der Herr. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Dies und das. Schaut einfach selbst. Mal sehen, was... Oh, ganz viele Baupläne. Ich weiß gar nicht, was will er denn kaufen? Er würde sogar das Schwert kaufen. Die Brezel würde er auch nehmen. Hier, ich wollte den Eisenkriegshammer verkaufen. Kriege ich 9. Das reicht mir doch schon. Die nehme ich mal lieber weiter mit. Die gesegneten Handschuhe. Guck mal, die bringen voll viel. Hier, der Hobel. Hobel weg. Den Jagdbogen habe ich mir ja jetzt erstmal erstanden. Ich glaube, den habe ich gekauft, ne? Ja, den müsste ich letztes Mal gekauft haben. Verschlissene Robe bringt 19. Stahldolch, den wollte ich verkaufen. Die Spitzhacke behalten wir.
Das ist jetzt eigentlich alles das, was ich noch loswerden wollte. Außer hier, die Kartoffel bringt nichts. Egal. Schreitet wohl. Schreitet wohl, ich will mal Kartoffel essen. Kartoffel. Ich bin ein bisschen tief. Kartoffel. Kohl, Käserad. Ah, hier oben. So, und dann möchte ich auch gerne nochmal das Lehrlingsbuch mir angucken. Ich weiß gar nicht. Lachs, Lehrlingsbuch, Schlösser knacken. Erhöht auf 17 und das auf 18 jetzt. Gut. Schreitet wohl. Das hat schon mal geklappt. Jetzt muss ich den Ausgang finden. Ich soll da durchgehen. Machen wir es einfach mal. Ich sollte vielleicht mal speichern. Man weiß ja nie, ob sich das Spiel wieder aufhängt. Dürfte es eigentlich nicht. Wir haben ja gemerkt, letztes Mal ist es sehr stabil gelaufen. Es ist nicht abgestürzt. Ich habe die Aufnahme beendet. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das auch jetzt so weiter beibehalten werden kann. Hä? Ach so. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was mir dieser Pfeil zeigen möchte. Ist hier hinten noch ein Tor? Ich glaube ja, ne? Ah, Tatsache, das ist tatsächlich ein Tor. Meine Meinung will ja keiner hören. Ah, guten Tag, die Dame. Krieg auf Kyra, Krieg auf Arasial, Krieg auf Kilee. Malphas hält wahrlich seine schützende Hand über uns. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Was ist das hier? Arkbrauerei. Ah ja, das ist ja dieser komische Typ, der uns beim letzten Mal, naja, diesen Auftrag gegeben hat, wo wir ja einen umbringen mussten. Damit er nicht die Wahrheit ans Licht bringt. Ob der jetzt wohl schon stinkt? Nach einer Woche? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, die Verwesung setzt ja irgendwann ein, ne? Eigentlich ab der, wenn die Totenstarre eingesetzt hat. Naja, ich bin kein Experte in solchen Sachen. Will ich auch nie sein? Da guckt einfach mal ein paar tote Gräten, gucken da einfach mal raus. Das klang gerade fast wie so eine Alarmanlage, ne? Was gibt's hier? Mehl. Mehl ist anfällig für Magie. Krass. Ich find's ja ein bisschen schade, dass die Sachen sich nicht auffüllen. Wer ist das denn hier? Fremdländer. Na und? Bin ich halt einer. Matrose. Hier bauen sie irgendwas. Wahrscheinlich restaurieren sie hier die Mauer. Hier war ich noch nicht. Oder? Nee. Bei dem Eingang war ich, glaube ich, wirklich noch nicht. Oh, guck dir das mal an. Groschen, Miser, bitte. Ich gebe dir sogar 10. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. So. Ich gebe den einfach mal ein paar. Hafen entdeckt. Weißt du, ich gebe diese 50 Groschen nicht aus für den Typen, der uns da nicht verraten sollte. Aber ich gebe so einem was. Arker Fischerhütte. Ich könnte mir vorstellen, dass da einer drin ist, der vielleicht meinen Lachs kaufen möchte. Kann ich hier angeln eigentlich? Oh. Schicke Hütte. Wenn man es mal so nimmt. Oh, hier. Knoblauch stehen. Nein, das mache ich mal lieber nicht. Nicht, dass hier gleich jemand irgendwie böse auf mich wird. Hier ist ein Kochtopf. Ach, der wird aber nicht benutzt gerade. Oh, hier oben hat jemand eine Schlammkrabbe aufgehängt. Oh, guck dir mal diese Bilder an hier. Oh, das ist hier detailverliebt, auf jeden Fall. Hier haben sie alle Größen der Töpfe ineinander gepackt und da schön alles hingestapelt. Sieht schön aufgeräumt aus und das Bild hängt schief. Kann ich das gerade hängen? Nö. Oh, eine leere Truhe, die ich stehlen kann. Mhm. Hängt ein bisschen Wäsche zum Trocknen. Was ist denn das hier? Hat der hier einen Weinkeller? Oder ist das Frischwasser? Ich könnte den Lachs stehlen. Mach ich aber nicht. Da oben kann ich nicht hin. Da ist ein schönes Fischernetz.
Oh. Haben wir das hier schon mal gesehen? Adre von Riff, lydische Ergüsse und andere Fluide. Theater am Steinbrunnen. Der Wegelose im dunklen Gewand. Ambros Hinkelbein als Scharlatan. Okay. Mal sehen, gibt's hier... Ist hier keiner drin, der... Oh, guck mal. Hier ist ein bisschen rote Farbe. Es könnte Blut sein vom Fisch. Hier sind Hühnereier. Ey, das ist echt schön hier. Ist hier wirklich kein Mensch drin? Ich könnte mir vorstellen, dass die gerade auf hoher See sind alle. Bücher stehlen. Hm. Da oben ist ein bisschen Garn. Wo komme ich hier? Komme ich hier irgendwo raus? Ja, ich komme tatsächlich irgendwo raus. Sind wir einfach mal durch dieses Haus gegangen. Weil es einfach sehr schön ist da drin. Das Haus sieht von außen so klein aus, ne? Aber von innen war das irgendwie gerade gigantisch. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben war, aber... Okay. Oh, guck dir das hier mal an. Was für ein Traum. Da oben, da ist ein Kran drauf. Das wird wohl noch gebaut, das Stadttor da, hä? Da sind nämlich auch noch ein paar Gerüste. Da oben sind auch überall Kräne drauf. Ach nee, ich bin ja idiotisch. Das ist ja jeder Hafen. Natürlich müssen da Kräne drauf sein. Weil die ja dann die Waren vom Schiff nehmen. Wow. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das sieht ein bisschen kaputt aus irgendwie. Oh, guck dir das hier mal an. Da fliegen ein paar Möwen. Da hinten muss ich, glaube ich, hin. Und da ist irgendwas drauf. Hier gibt es noch so ein paar Inseln im Wasser. Und da hinten ist auch noch ein Boot. Ich weiß gar nicht. Kommt man da irgendwo hin? Da geht Enderal noch weiter. Oh, Backe. Also, wir sind hier noch lange nicht durch. Das wird noch ein halbes Jahrtausend brauchen. Bis wir dieses Spiel irgendwann mal erledigt haben. Habe ich so das Gefühl. Aber das ist das Schöne dabei. Wir können uns ja hier Zeit lassen, weil es halt ein ziemlich riesiges Spiel ist. Und ich nicht genug davon kriege. Eine Kappe. Ich will mal da oben auf den Turm. Wenn wir schon mal hier sind. Ne! Hier ist ein magisches Symbol. Das ist ja geil. Ey, das muss ich... Da muss ich ein Thumbnail von machen. Warte mal. Am besten so. Das sieht sowas von affengeil aus. Das wird das Thumbnail. So, nehmen wir das mal mit. Bams. 5 von 100 magischen Symbolen haben wir jetzt. Es lohnt sich halt, überall mal zu gucken. Aber ich komme da nicht runter? Wie doof ist das denn? Was ist das... Achso, ich kann den nicht unter die Hose gucken. Was hängt denn da vorne? Also ich habe immer so das Gefühl, dass Enderal irgendwie... Also Ark, sagen wir mal, eine sehr tödliche Stadt ist, weil so viele Tote wie hier überall rumhängen. Das ist doch nicht mehr normal. So, wo müssen wir jetzt mal gucken? Ich will noch mal... Boah, da unten sind so viele Kisten, da kann man überall reingucken und... Oh. Mal gucken. Ich habe jetzt hier nicht geguckt, ob man hier irgendwo reingucken kann. Nö. Hier können wir nicht gucken, ob jemand guckt, also... Also in diese Richtung müssen wir auf jeden Fall dann auch noch gehen. Ach du Scheiße. Mehl. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ein überall die Hauptquest hinschickt. Die sollten wir vielleicht auch, wenn wir das jetzt hier gemacht haben... Komm, ich gehe jetzt mal weiter, weil... Ganz im Ernst. Hier kommen wir bestimmt nochmal her. Also den Hafen... Fremdländer. Ja, danke. Oh, hier guckt er diese Statue an. Wunderschön. Das passt auch so richtig schön zur Musik. Was? Wasserwirtschaft, Handelskontor. Wasserwirtschaft. Mhm. Gucken wir mal gerade rein. Vielleicht gibt es da irgendwas Tolles, was ich unbedingt haben muss.
Ui. Das ist eine Kiste. Da kann ich was stehlen. Will er mit mir reden? Schreitet wohl. Schreitet wohl? Mensch, hier sind Kürbisse. Habt ihr euch verlaufen? Naja, so ein bisschen irgendwie. Das ist ein Arbeiter. Hier dampft es. Oh, hier überall Waren. Wo geht's denn hier hin? Okay, da geht's in eine... Das ist eine Alpha-Wand, also da komme ich nicht lang. Hier auch nicht. Schade eigentlich. Das geht ja bestimmt bis zum... Bis zum Palast oben, ne? Also zum Tempel, könnte ich mir vorstellen. Oh, guck dir das hier mal an, bitteschön. Hier, überall Met. Oh, Verzauberungstrank. Den lasse ich da mal stehen. Hier läuft sogar Wasser lang. Boah, wie tief geht's denn hier? Ne, hier ist der Eiskeller. Entschuldigung. Wie geil ist das denn, bitteschön? Wenn die Waren hier angekommen sind, werden sie erstmal schockgefrostet. Damit sie haltbar sind. Was steht da? Grabschaufel. Ah, das ist ja toll. Die gräbt halt. Da ist schon wieder ein magisches Symbol. Mensch! Es lohnt sich einfach überall reinzugucken. Jetzt haben wir schon 6 von 100. Ich habe heute schon 2 Stück davon gefunden. Das hat ja auch gut gestanden. Ich wüsste mal gerne, was passiert, wenn ich alle 100 finde. Boah, es juckt meine Nase. Warte mal. Ah, so, jetzt geht's wieder. Ich habe hier nämlich heute... Oh, ich habe hier heute so rumgeräumt bei mir. Und geputzt und da Klamotten aussortiert und das. Und dann hat es natürlich so gemöhmt und gestaubt, sodass ich immer noch so eine leichte Staubnase habe. Oh. Mensch, das war nicht ganz ohne. Ob hier wohl noch irgendwo ein Zeichen ist? Wir gehen mal nach oben. Kann ich da hochklettern? Tatsache. Nee, kann ich nicht. Das war jetzt gerade Zufall, dass ich da hochspringen konnte. Hier ist wieder so ein Stachpalme, was weiß ich, Beerenbaum, Busch. Gucken wir mal hier oben. Wow. Da gibt's ein Schild. Der könnte so... Oh, das ist jetzt ein, müsste der Laden sein. Der verkauft doch was, oder? So viele fremde Gesichter. Nee. Na, das ist doch schön. Ja, ist richtig. Boah, hier sind überall solche Zauberrollen und hast du nicht gesehen? Da ist ein Buch. Der Schlechter von Arkbuch 2. Ich glaube, den habe ich. Der hat hier die Bücher ja wie sonst was. Und der liest die auch noch. Er sollte sich schämen. Also hier wäre man auf jeden Fall als Dieb wieder sehr glücklich, weil man hier sehr viel klauen kann. Ich frage mich, ob in der Nacht da irgendwas los ist. Dann könnte man da, wenn dann mal einbrechen. Oh, irgendwie lädt dieses Spiel im Moment also so richtig ein, dass man mal irgendwas Unvernünftiges macht. Vor allem hier bei Enderal, da hast du ja gleich viel mehr Waren in so einem Haus, als es eigentlich bei Skyrim war. Ahoi! Ahoi! Ah, hier, da. Das ist, müsste der Eingang sein, den wir vorhin gesehen haben. Der geht dann ja hinten in der Wand weiter. Wow. Was ist das da? Kann ich das bewegen? Das ist auch ein kleiner Kran. Für leichtere Sachen. Also jetzt nicht für die ganz schweren Sachen. Das ist ja eher der Kran da oben. Ich sehe es schon. Bis wir hier wegkommen, da vergehen erstmal noch ein paar Jahre. Hat der denn kein... Was ist denn das für ein doofes Schiff? Der hat keinen Laderaum unten. Der hat nur oben... Hier passt dort gar nicht so viel drauf. Naja, soll nicht mein Problem sein. Wenn ich mal irgendwie ein Schiff haben sollte, dann würde ich das anders machen. Guten Tag. Genau, nicht gut. Verzeih. Oh, der kann ja gut reden. Das war auch wieder so einer. Kilianischer Händler. Hallo? Der redet nicht mit mir. Der hat auch wieder so eine bunte Klamotte an. Was ist denn da hinten?
Das sieht aus wie eine Riesenkrabbe. Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Oh, Groschen. Her damit. Hat sich schon mal gelohnt, hier zu gucken. Okay. Ich gehe, glaube ich, erstmal da hoch. Komm, wir gehen da mal hoch. Ich möchte mir das mal von hier oben anschauen. Oh. Beste Aussicht ever. Nämlich gar keine. Aber da oben ist ein Leuchtturm. Das finde ich schon mal echt schön. Mit der Statue. Das müssen wir uns mal von da hinten angucken, wenn wir da hingehen. Ob man davon noch was sieht. So. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt den Hafen hier angeguckt. Wir haben zwei Symbole gefunden. Ob wir die jemals alle finden werden, ist sowieso ein bisschen fraglich. In diese Richtung gehen wir später mal. Aber jetzt gehen wir erstmal in Richtung Quest. Damit wir die auch mal schaffen. Ahoi. Ahoi. Ihr fegen sie überall. Es muss ja auch irgendwo sauber sein, ne? Und sauber gehalten werden. So, da waren wir ja drin. Hm? Da waren wir auch drin, da war aber nichts.